Eine schöne Geschichte, und zwar aus der Van der Waals Gleichung. Hier ist sie. Sollten, weil wir bestimmte Werte ermittelt haben, also die kritische Temperatur von 153 Kelvin, ein kritischer Druck von 5,08 Megapascal und ein kritisches molares Volumen von 0,096 Liter pro Mol. Das haben wir ausgerechnet ermittelt. Ist jetzt auch nicht so schlimm. Daraus sollte man also aus der puren Gleichung und diesen Werten sollte man jetzt die Van der Waals Konstanten, also A und B, diese Korrekturen praktisch bestimmen. Naja, an sich ist es nicht schwer, man muss bloß drauf kommen. Und ich werde das praktisch, Leute, nebenbei nochmal einen Link. Das gilt grundsätzlich für alle meine Videos so: hier oben erscheint immer ein I. Ja, so ein I in so einem Kreis. Wenn ihr da drauf tippt mit dem Finger oder wenn es nicht da ist, mal oben in die Ecke tippen, dass das I erscheint, dann führt das zu anderen Videos. Ich werde jetzt hier mal einen Beispiel-Link anfügen und wenn es zu anderen Videos dann führt, dann seht ihr, aha, da geht es weiter. Aber jetzt zum Schluss werde ich zeigen, wie ich einerseits aus der Van der Waals Gleichung durch pures Umstellen und ein bisschen ineinander einsetzen B als molares Volumen, das kritische, geteilt durch 3, diese kleine Formel ermittelt habe, genauso wie diese kleine Formel, um A zu ermitteln. Nebenbei, bei meiner Rechnung kommt dann raus, mit diesen Werten und wie gesagt, meinen umgestellten Größen, 0,032 Liter pro Mol, Kubikdezimeter ist Liter, ne? Beziehungsweise 137,39 habe ich rausgekriegt, Kilopascal, also 10 hoch 3 Pascal, mal Dezimeter hoch 6, geteilt durch Mol zum Quadrat. So, jetzt müssten gleich die Links erscheinen und ich werde dann das Video gleich hier abschließen und ihr guckt dann, je nachdem, ob ihr wissen wollt, wie man mit der ganzen Rechnerei umgeht, hier ist es leicht, aber hier ist es doch schon ein bisschen trickreich manchmal und das wird dann in den anderen beiden Videos erklärt, sonst würde dieses hier zu lang werden und die anderen beiden auch. Gut, ich hoffe, ihr habt das dann soweit verstanden. Also, ich wünsche euch was Schönes. Tschüss.